Schönen guten Abend und willkommen bei Hammerstarke Kunst. Mein Name ist Johnny Bravo und heute heißen wir den Schauspieler und Regisseur Sil Tiger willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Lieber Sil, wir sind ja heute nicht da, um Kaffeeplöschchen zu halten, ne? Sie haben nämlich einen neuen Film vorbereitet. Das kann man so sagen, ja. Sie waren so nett, uns ans Filmset einzuladen. Das hier ist das Wohnzimmer im Film, nicht wahr? Ja, genau. Nach zwei Kopfsülze und drei Nasenbären ist das mittlerweile ihr dritter Film. Geh ich da richtig? Gold richtig, Johnny. Schön, dass Sie so offen über alles reden. Dann wollen wir aber mal das Publikum nicht länger warten lassen, ne? Denn wir haben noch mal einen kleinen Trailer vorbereitet. Mal's ab. Viele denken, dass Vatersein schwer wäre. Für mich, es ist die reinste Freude. Mein Sohn ist kein normales Kind. Er ist etwas ganz Besonderes. Ey, Alter! Eigentlich ist alle! Sieh mal zu, ist ein Bier, das kriegst du eine in der Fresse! Du musst unheimlich aufpassen, diese Welt. Alle werden deinem Sohn Dinge verbieten wollen. Du musst stark sein. Dein Junge muss sie entfalten können. Ey, Pfarrer! Ich muss scheißen! Der Papa redet gerade, Sören! Was verstehst du an? Ich muss scheißen nicht! Kannst du nicht schon alleine gehen, kleiner Mann? Hätte dich gefragt, du hässliche Terrorschlampe! Ach, ist das nicht schön hier? So grün, Sören, guck doch mal! Viel Ruhe, Mann! Ich weiß nicht, wie das Wetter ist, guck hier auf der App, Mann! Ach, Sören! Keiner versteht, dass Sören sich ausleben muss, um irgendwann mal eine Persönlichkeit zu entwickeln. Halt vor allem, der legt mir meine Ruhe an, wenn ich klappe! Wenn der Sören Tobias das möchte, dann ist es vollkommen in Ordnung. Vater, ich muss ins Bett! Ich hab mich steif. Oh. Das war ja nicht mal so gut. Danke, Johnny. Bitte. Sil, darf ich sie Frank nennen? Wieso Frank? Frank. Nun kam der Film ja nicht besonders gut an bei Kritikern und Publikum. In manch einem Kino flog sogar ein Gemüse. Was sagen Sie dazu? Nun, Johnny... Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Also, die Leute hatten einfach wirklich keine Ahnung, wie ein Film auszusehen hat, ja. Und ich vermute mal, dass die Amerikaner extra Leute engagiert haben, damit mein Film, durchfällt. Sie meinen, weil die USA nichts Besseres zu tun hätten? Johnny, nichts ist besser als dieser Film. In der Vorstellung, in der ich war, haben die Leute gelacht. Geweint. Gelacht. Weil es so schön war. Nur Hans, machen wir mal Hand aufs Herz, ne? Wer war denn alles in der Vorstellung drin? Ich! Ach so. Sehen Sie? So, dann sind wir auch schon wieder ans Ende angekommen unserer heutigen Sendung. Drum nochmal kurz und knapp, lieber Thomas. Ihr Volksgeheimnis. In einem Satz zusammengefasst. Eine traurige Geschichte und 10 Schwanzwitze, Johnny. Tolles Ding. Und nächste Woche ist es im Kino. Ich werde mir nicht angucken, weil... Wieso? So, das war's jetzt auch schon wieder mit Hammerstarke Kunst. Nächste Woche bei uns ein Mann, der wochenlang für die Kunst mit verbundenem Gesicht auf der Toilette sitzt. Das war ja nicht mal so gut. Danke, Johnny. Bitte.
Kondom! Kriegst du eine! Du Dominus! Jeder wird deinem Sohn alles verbieten wollen. Du musst stark sein. Gib mir die Hand. Dein Junge muss sie entfalten können. Papa! 3, 2, 1. Okay. Viele denken, dass Vatersein schwer wäre. Für mich ist es die reinste Freude.